Und heute sind wir nämlich bei der Firma Pogea Racing. Seitdem ich Tuning betreibe, kenne ich Pogea Racing. Aber ich habe rausgehört, dass ihr eigentlich wirklich über Jahre schon immer komplette Umbauten macht. Das ist jetzt von euch aber die größte Ausbaustufe. Tatsächlich ist es die größte Ausbaustufe. Aber Eduard, sag mal, das ist jetzt komplett Street Legal, wie es hier steht. Ja. Das heißt, ihr habt da überall Gutachten für gemacht. Ja. Leistungssteigerung. Ja. Selbst wenn ihr mich da jetzt einsetzt, die Gänge durchziehe, ein paar Zeitmesse, das ist alles fürs Auge noch nicht so krass, wie wenn man tatsächlich daneben mal eine normalen Arbeit fährt. Den habt ihr auch wegen Abgasanlage hier? Sie. Ah, GT3 Turbo ist einfach nur geil. Das ist ganz ein tolles Auto. Da muss halt, das ist auch wieder so eine Sache. Normalerweise würdest du ja davon ausgehen, dass wenn du den lautesten prüfst, in dem Fall wäre das tatsächlich der GT3, dass dann das alles, was drunter ist, mit weniger Leistung, dass das erlaubt ist. Nein, ist nicht erlaubt, weil ist zwar von der Bauweise her der gleiche Motor, nur durch den unterschiedlichen Hubraum und auch durch der Tatsache, dass hier kein Turbolader drin ist und die anderen Autos einfach Turbolader haben, sagt der Gesetzgeber, nee, musst jeden einzeln bringen. Also es gibt dann halt praktisch die GT-Serie, wo wir einen Saugmotor haben. Da brauchen wir das Worst Case. Oder du musst nicht zwangsläufig Worst Case haben, wenn der prozentuale Unterschied der Leistung einen bestimmten prozentualen Wert nicht übersteigt, der auch wieder abhängig von der jeweiligen Gesetzesnormierung ist. So hast du dann praktisch, haben wir hier als Worst Case den GT3. Dann haben wir den Turbo S und dann haben wir einmal den Carrera S oder GTS. Und da ist es halt ganz einfach so, dann nimmst du von einem den stärksten und den stärksten. Und du musst dann jetzt, obwohl das vielleicht bei den Turbos zweimal die genau gleiche Abgasanlage ist, musst du trotzdem beide Fahrzeuge prüfen und den vollen Preis bezahlen. Und das sind dann nachher aber auch unterschiedliche Dokumente. Und gab es mal Zeiten, wo ein Auspuff auch legal lauter sein durfte? Gab es das mal früher? Ja, je länger praktisch, je älter das Fahrzeug ist, desto lockerer war die Norm. Nur ist es halt jetzt so, dass du Bestandsschutz hast, wenn das am Fahrzeug dran ist. Wenn du aber mit was Neuem kommen möchtest, sprich ich möchte heute eine Abgasanlage für ein Golf 2 machen, dann muss ich das Prüfverfahren der AZ nehmen. Aber aufgrund dessen, weil dieses Fahrzeug eben dieser Gesetzeslage unterliegt, da ist es dann halt ganz einfach so, dass die dann sagen, ja, der darf dann noch 83 oder 85 oder sonst irgendwas sein. Nur die Prüfung dessen ist eine andere, wie sie jetzt vor 2 Jahren gewesen ist. Also 2019 hat der Prüfer gesagt, alles klar, fahr hier mal, mach mal Vorbeifahrt und mach mal dies und das. Das ist nicht mehr erlaubt. Es muss immer bei der Eintragung eine ASEP unterliegen. So, und wenn ich da falsch liege, dann will ich den Prüfingenieur sehen, der mir das ohne ASEP einträgt und seinen Kopf dafür hinhält. So, dann macht er noch ein bisschen Kursrebau hier. Ja, wir nicht. Wir machen nur alles, was alles andere hier in irgendeiner Form spaßig ist. Das ist ein 1949er Chevy Thriftmaster mit einem Corvette-Motor LT400C7. Das ist ein Lingenfelder Stage 5, der wird mit 882 Wheel Horsepower verkauft. Okay. Fahrwerkstechnologie, Rahmen, alles komplett Corvette, alles Corvette. Der kriegt jetzt noch vom KW, kriegt er noch entsprechend Gewindefahrwerke. Da kommen 900 PS raus aus dem Ding? Ja, das ist ein dicker 8-Zylinder mit fetter Kompressor drauf. Ja, ich wollte gerade gucken, ach hier, jetzt sehe ich es. Ich habe jetzt gesucht, wo der Kompressor angetrieben wird, weil es sieht ja schon so nach Kompressor mit Kühlern und so aus, ne? Mhm. Mit Ladeluftkühler direkt integriert. Ich habe jetzt geguckt, nee, aber hier, okay, nee, krass. Ja, fehlt jetzt halt Lenkung auch Corvette, Vorderachse, Hinterachse, eine Mischung aus C5 und C7. Und Bremsen ist jetzt, glaube ich, bei dem ist Wilwood drauf. Sonst haben wir eine 6-Kolben-Bremse vom Porsche Carrera GT tatsächlich. Hinterachse auch. Bei dem ist jetzt halt alles noch so ein bisschen random. Das ist ja eigentlich unser Prototyp, da arbeiten wir noch dran. Und Rahmen ist dann in dem Fall auch von uns. Aber so ein bisschen auch neu gemacht hier mit den Sitzen? Ja. Das wird schon noch eine Balance finden zwischen alt und neu. Das ist, so geht das nicht. Alter, die Billet-Töbel. Ja, vor allem nicht mehr. Geht es um nichts. Und hier geht es natürlich auch wieder, da ist natürlich unsere nächste, da sitzt du jetzt ein bisschen arg tief, weil der Sitz... Ich finde es ultra geil, tief zu sitzen. Ja, nur so ist es ein bisschen schwer zu lenken, weil du brauchst jetzt eigentlich 11 Zentimeter mehr und dann brauchst du natürlich auch noch das andere Lenkrad, weil mit dem... Du erzählst mir, dass du Angst hättest, in meinem Hover zu fahren, ne? Aber wenn ich in dem Ding ja mit 900 fahren würde, glaube ich, habe ich mehr Angst. Willst du die Herausforderung annehmen? Das Ding ist irgendwann fertig und dann kannst du damit auf den Bilster Berg rennen. Mit Corvette-Achsen und mit der Independent Rear und alles und mit dem Differential auf der Hinterachse sollte das Ding auch extrem sicher sein. Also ich bin so ein Auto mit
Kompressor bereits bei Jonathan Ward von Icon in Kalifornien bin ich gefahren und aus meiner Sicht heraus fuhr der sich besser wie so ein leistungsgesteigerter Abarth. Der fuhr jetzt auch nicht unbedingt geradeaus, aber es ging. Aber geil, ich meine, das ist natürlich ein Megaprojekt, ne? Ja. So, wenn man sich den Rahmen alleine schon anguckt, Einzelradaufhängung hinten. Das ist auch Corvette-Diff? Nein, das ist ein Dana 44 Differential. Das ist für Drehmomente bis 1200 Nm ausgelegt. Ich sieht gefühlt nach LKW aus. Ja. Es ist alles hier vom Feinsten. Es bedarf natürlich noch eine ganze Menge Arbeit. Das ist ein Kundenauto oder ist ein Projekt von dir einfach nur? Das ist meiner. Das ist eigentlich meiner und wir bauen von denen, wollte ich sagen, 4 Stück. Gleichzeitig bauen wir noch für einen Kunden bauen wir noch einen fertig und die anderen 2 sind sozusagen Reserve. Ich habe alle 4 Motoren, Getriebe, Rahmen, es ist alles schon fertig. Und das ganze Zeug, was du jetzt drumherum siehst, ist eigentlich alles original neu. Nur das Häuschen wird im Grunde genommen für den Motor und für das Getriebe und für den Rahmen muss der umgearbeitet werden. Und an dem Häuschen sind relativ viele Luxusteile, wie Fangbänder, Türrahmen, alles Mögliche. Das geht dann aber auch mit irgendeiner deutschen Zulassung? Das geht mit einer deutschen Zulassung aus folgendem Grund. Das Fahrzeug ist Baujahr 1949 und gleichzeitig auch ein LKW. Also steuerlich gesehen könnte man dieses Ding sogar tatsächlich als Betriebsfahrzeug in deine Firma reintun. Und der Neuwagenpreis lag, glaube ich, bei 1.700 Dollar 1949. Dann könntest du den, wenn du den mit 1% versteuerst, dann wäre das eine super Sache. Kannst du im Umschlag monatlich das Geld einschicken, ja. Mit der Euro-Münze drin. Ja, irgend sowas. Nee, also Fakt ist, das ist sehr interessant. Ob der in Deutschland bleibt oder ob der ins Ausland geht, weiß ich nicht. Grundsätzlich ist es so, das Projekt ist ein Wunschtraum von mir, das wollte ich schon mal machen. Und ich habe Walnussboden noch, der kriegt noch spezielle Farben, der kriegt unsere eigenen Schmiederäder, Bremsen werden. Also das ist jetzt halt einfach mal, wir fangen oben an. Ja, ja. 4 Jahre stecken jetzt hier schon drin. Aber wird geil, wenn das Ding fertig ist. Ja. Das ist jetzt, wie gesagt, ist noch Arbeit, aber nicht mehr allzu viel Arbeit. So, hier kommen wir jetzt so langsam in die Richtung Produktion, Auspuff bei euch. Sie, das ist jetzt ein 4 Kilowatt Laser. Damit schneiden wir alles, was wir lasertechnisch als DXF zweidimensional haben, wird hier geschnitten. Ich nehme an, dass dieses süße Stückchen wahrscheinlich zum Test dafür ist, dass das auch jemand schneidet. Das heißt, wenn ich aber so eine DXF oder eine DWG mal auf schnell fertig habe und euch die zuschicke, könnt ihr mal schnell was rausschneiden. Naja, Amazon hat keinen Postversand, aber die Post hat Postversand, kann ich dir das zusehen. Und wir haben hier Rohrlaser, also du hast hier die Möglichkeit, nicht nur runde, sondern auch eckige Rohre zu lasern. Hier kannst du Endrohre machen, hier kannst du Segmente machen für die Abgasanlagenfertigung. Du siehst auch, dass das schräg abgeschnitten ist. Wie eckig heißt, also wenn du hier eine Kontur reinschneiden würdest, sowas? Oder wie? Du kannst da ein Bild reinschneiden, mit eckig meine ich ein Vierkantrohr. Du kannst da Vierkantrohr oder Sechskantrohr oder sonst irgendwas, du kannst den anlernen und der fährt es praktisch mit dem Laserkopf, fährt er das ab, was für eine Struktur das hat und entsprechend dessen fokussiert er sich auch den Abstand und dann schneidet er das Ding durch. Also du hast hier, wenn du jetzt Endrohre brauchst, dann hole ich mir jetzt aus 3 Meter Endrohr, kann ich mir dann, was weiß ich, 50, 60 Segmente rausschneiden und die sehen dann so aus wie irgendwo da hinten. Krass, habe ich auch so noch nicht. Du kannst jetzt Logos gesehen. Rauslasern aus Rohren, du kannst, was weiß ich, ein Abarth-Logo, irgendwo war eins. Ich schaue mal, ob ich es finde. Und das ist natürlich auch so der Traum, wenn man am Bauen ist, dass man einfach im Winkel schnell abschneiden kann. Ich weiß auch, was mir perfekt daraus... Für die ganzen Abarth-Leute, es ist nicht zum Verkaufen. Ich sage es direkt dazu, ich darf das nicht, das war einfach nur ein Test. In Deutschland unterliegen wir ja dem Markenrecht und man könnte sowas auch machen. Also bitte schickt mir keine Bestellungen, es wird dieses Endrohr nicht geben. Das ist einfach nur just for fun. Mhm. Ja. Aber ich wüsste was Geiles, was man auch machen würde. Sag an. Ja, weil der kann ja bestimmt auch Titan schneiden. Ja. Das wäre das perfekte Gerät, um diese Pie-Cuts aus dem Titan zu haben wir auch tatsächlich da. Also nicht jetzt in Titan, sondern wir machen Pie-Cuts für unsere Produktion. Das kann ich dir an einer Abgasanlage vom GT3 zeigen. Das können natürlich nicht nur wir, das kann ein Partner von uns auch. Also das ist Pie-Cuts ist eine wunderbare Sache. Das ist einfach gerade bei Titan, wo du halt Rohrbögen oder so gut wie gar nicht hinbekommst, ja, kann man machen. Pie-Cuts ist einfach nur, dass wenn ihr euch jetzt 90-Grad-Bogen nehmen würdet und das in so typische Kuchenstücke schneiden würdet, nur dass es halt nicht aus einem runden Rohr gemacht wird, sondern aus einem geraden Rohr und daraus 90-Grad-Winkel. Und wenn du das noch richtig geil machst, dann verzahnst du die noch und dann kannst du die ganz normal die Zähne ineinander stecken. Das ist eine feine Sache, ja. Wobei ich jetzt in dem eigentlichen Produktionsprozess gesehen habe,
wenn man es jetzt am Auto baut, ist es gerade geil, wenn die einzeln sind, weil du kriegst halt 5 Stücke auf 90 Grad immer so gedreht, dass es wirklich ohne Spalt am Ende geil sitzt und man das gut schweißen kann. Ja. Da war Tom das erste Mal richtig begeistert. Ohne. Okay, hier haben wir gewissen, aber das sieht aber auch schon wieder nach Grenzprojekt aus. Richtig, das ist RS3. Bei diesem Fahrzeug ist es tatsächlich so, dass der kommt aus New York. Fahrzeug ist zugelassen in Connecticut. Das Auto ist aktuell jetzt auch zugelassen. Das bedeutet, ich könnte, wenn jetzt fertig, könnte ich Connecticut-Kennzeichen, die da drüben in der Schublade sind, draufpacken. Der ist versichert. Es sieht seltsam für die Polizei aus, wenn du mit einem Connecticut-Kennzeichen rumfährst, aber der ist hundertprozentig grüne Karte, alles wird so hundertprozentig erlaubt. Und geil wäre natürlich auch, ich kann mich hier ja logischerweise austoben. Du darfst halt das Auto nur einen bestimmten Zeitraum in Deutschland mit dem Kennzeichen führen, aber theoretisch könnte man das machen. Das Fahrzeug wird hier nicht in Polen gebaut, das wurde in Mexiko gebaut. Merkt man an Fahrgestellnummer, das habe ich dir vorhin auch gezeigt, den gesamten Boden da unten. Ärger mich, dass ich kein Mexiko-Auto habe. Tatsächlich keine Mulde. Das wäre ja mein Traum gewesen für jegliche Diffusorbau, Auspuffanlagen, Allrad und was es noch so alles gibt, was da hinten Platz haben könnte. Mexikanisches Fahrzeug ist verwindungsstärker, also der ist robuster in der Bauweise, weil das Fahrzeug mit einer gewissen Geschwindigkeit einfach getestet wird. Dass in Amerika gibt es eine Vorschrift, mit wie viel Meilen pro Stunde du gegen deine eigene Garage donnern musst, ohne dass sich was verbiegt oder wieder zurück deformiert. Tankdeckel bei diesem Fahrzeug ist an einer anderen Position, also wir mussten den Tankdeckel wegen den Carbonteilen relocaten, also der sitzt normalerweise irgendwo hier. Mhm. Wir haben praktisch alles zugemacht. Tankdeckel verschoben und der liebevolle 4C-Benutzerkunde, der wird dieses Teil sofort erkennen, weil dieses Teil ist vom Alfa Romeo 4C, weil wir dann mit dem Schnellverschluss dann direkt hier auch einen Schutz haben, dass jemand keinen Unsinn macht mit dem Sprit. Anders auch, der hat die Aktivkohle ist unten zusätzlich und die Achse ist stärker, verstrebter und meines Wissens nach ist er auch minimal schwerer als das europäische Modell. Das sieht man auch an der gesamten Verstrebung vorne im Innenraum. Und der kriegt auch einmal das große Paket? Der kriegt einmal das große Paket, allerdings anders als alle anderen Abarths bisher arbeiten wir hier mit einer sehr, sehr bekannten portugiesischen Motorenbaufirma zusammen und bei dieser Firma war es tatsächlich so, dass wir gesagt haben, jo, freie Hand, macht. Alles, was ihr könnt, dürft ihr. Und jetzt wollen wir sehen, weil wir haben schon die ersten Fotos bekommen. Wenn das erreicht wird, also da ist CNC-Bearbeitung dabei, andere Ventile, Ventilfedern, Nockenwellen sind, also ich nenne einfach mal mit die Firmen, damit jeder weiß, wo auch die Gelder entstehen. Wir nehmen andere Ventile, also Einlass-Ausfallsventil größer, Zylinderkopfbearbeitung, die Ventilschaftabdichtungen sind spezielle, die Hydroschlüssel sind spezielle, unsere Nockenwellen sind von Colombo und Bariani. Da gibt es eine Street, eine Race 1 und eine Race 2. Wir haben die Race 1 genommen, weil das Fahrzeug emissionstechnisch in New York weiterhin legal bleiben muss. Mit der Race 2 ist das nicht möglich. Wir haben die Stehbolzen sind von einem Zulieferer von Ducati, weil die Ducati-Stehbolzen, die sind zwar länger, aber die haben von der Gewindesteigung sind sie identisch wie der Abarth. Die müssen gekürzt werden und mit CNC nachbearbeitet werden. Dann kommen so Geschichten wie vermutlich Golfballfräsung, dann diese Ventilsitze, Ringe sind aus Beryllium. Ja. Also volles Programm. Ja, dann kommt, Verdichtung wird geändert, der Kopf wird komplett überarbeitet, dann kommen unsere Kolben sind von Pistal Racing, Spezialanfertigung, die Pleuel sind von RP Italia und die Kurbelwelle ist bearbeitet von einem italienischen Kulturbetrieb, Alfonso, ich habe seinen Namen vergessen. Und all diese ganzen Geschichten, Stoßaufladungskrümmer, der GTX, Turbolader, der gesamte Aufbau, alles, was da drin steckt, haben wir mehr oder weniger in Holzkiste gepackt und nach Portugal genommen. Das heißt, das wird dann 400++ am Ende? Nein, es geht gar nicht um die 400++, sondern es geht tatsächlich nur darum, der Kunde kriegt halt einfach das Edelste. Ob das jetzt letztendlich sich positiv oder negativ auf die Leistungsentfaltung oder sonst irgendwas auswirkt, wird sich dann halt herausstellen. Wichtig war tatsächlich, das Auto ist eine amerikanische 1,4 Multi-Air und wir bauen dieses Fahrzeug zu einer europäischen Bosch-gesteuerten 1,4 T-Jet um, weil die Multi eine Marelli-Steuerung hat und wir haben hier eine Bosch nachher eine 17 3.0. Das bedeutet die aktuellste Euro 6 Bosch-Steuerung.
Und wie ich sehe, volles Programm, Innenraum und so weiter auch. Ne? Nein, wir nicht. Das baut tatsächlich unsere Unternehmenstochter AI Design in New York auf. West Coast Customs. Naja, das wäre eine ziemliche Beleidigung. Aber es war passend so. Wegen ja, Amerika und Innenraum. Das ja, haben sie ja schon immer gemacht. Da wurde der Innenraum ja in 24 Stunden immer komplett gemacht. Ja, das ist tatsächlich, also wenn man kann viele Sachen sagen, aber die Handwerkskunst und das Handwerk selber ist tatsächlich in den Vereinigten Staaten auf einem Niveau, wo heute in Deutschland oder in Europa schwer zu finden ist. Das muss ich einfach gestehen. Wir machen an diesem Fahrzeug das komplette Kohlefaserprogramm mit dem Pagani Carbon in Matt. Die gesamte Technik, sowohl Achsen, Unterboden, Lackierung haben wir gemacht, Karosseriearbeiten, Felgen, Bremse, alles, was in irgendeiner Form gemacht wird, alles machen wir außer das Innenraumdesign und Hi-Fi. Das machen wir nicht. Und welche Farbe ist das? Das ist von Audi. Ist das British Racing Green? Ich bin absolut kein Fan von der Farbe, aber auf dem Auto finde ich es tatsächlich das erste Mal gut. Also zum Beispiel E46 und RS4B5, E36 M3 GT hatte der Original British Racing Green und das ist so ein riesen Hype. Jeder findet die Farbe geil. Ich bin aber nicht der Typ dafür, aber ich auf muss dem Auto finde ich es gerade schon. Ich finde die Farbe allgemein extrem toll. Die habe ich nicht ausgesucht. Er hat einen RS2 von uns gekauft, den hat er auch in diesem Farbton lackiert. Und ich habe gefragt, okay, was ist der Farbcode? Die haben uns keinen Farbcode gegeben in den USA. Es kam die Rezeptur und da dachte ich mir so, super, was habt ihr für ein System und so weiter. Da stand Toner grün, 822 Gramm. Da habe ich gesagt, von welchem Hersteller? Welcher Toner? Es grünen Toner gibt es ja jetzt von, was weiß ich, Autocolor, Glasurit, BASF, PPG. Und irgendwann mal hat dann praktisch unser Lackierbetrieb hat dann gesagt, das ist von Audi. Das ist, ich weiß nicht, ich denke, das ist, vielleicht hast du recht, ich habe keinen, es müsste irgendein, den gab es wohl auf dem RS4. Ja, dann ist es British Racing Green. Und es ist kein Metallic-Lack. Nee, es ist British Racing Green. Ja, Unilack. Wann soll der ungefähr fertig sein, was denkst du? Wir wollen das Fahrzeug so schnell wie möglich beenden. Also jetzt tatsächlich, die ganzen Carbon-Teile sind fertig, die sind schon angepasst, lackiert und so weiter. Das wird nächste Woche hier weitergehen. Der Motor sei jetzt nur noch die... Die Blockbearbeitung ist fertig, der Zylinderkopf sei fertig. Zusammenschrauben tun die den. Ich warte jetzt noch, ich habe eine Ansaugbrücke aus Korea gefunden, die loben die überall irgendwie voll CNC ja, aus dem Block mit großer Drosselklappe, mit allem Tamtam, muss ich unbedingt haben. Also die habe ich bestellt. Das ist tatsächlich, die Ansaugbrücke ist eines der wenigen Teile, die uns noch fehlen. Umsonst. Einspritzdüsen habe ich noch keine, weiß ich noch nicht, wo ich hin möchte, weil die Einspritzdüsen, die wir in den ursprünglichen Ares verwendet haben, werde ich nicht mehr verwenden. Da waren schon Ausfälle da und die möchte ich einfach nicht mehr haben. Und sonst kriegt der Euro 6 Cut, also der kriegt einen 200-Zeller IJS. Der kriegt wirklich, der soll konservativ leise werden. Also ich habe New York State, da möchtest du nicht unbedingt von den Sheriffs angehalten werden, wenn der zu laut ist. Was passiert da? Also es gibt den Impound, also Fahrzeug wird halt einfach beschlagnahmt und dann es gibt halt je nachdem Emissions, nach den Emission Regulations, je nachdem, in Kalifornien ist es zum Beispiel so, dass du, wenn du jetzt einen älteren Oldtimer hast, der darf auch nicht mehr laut sein, also die haben keinen Bestandsschutz, die sagen so, nee, wir haben keinen Bock mehr jetzt auf dich. Ja, tschüss. Ja, du musst ihn leise machen. Wenn du jetzt halt einen Hot Rod hast und der fährt halt wie ein Tesla, dann hast du auch keinen Bock mehr drauf. Mhm. Und die Grenzwerte, die ich verspreche, ist immer, ich versuche das Fahrzeug dann auf deutschen, europäischen Grenzwerten zu gehen. Da würde ich in Kalifornien vermutlich Schwierigkeiten bekommen. In New York funktioniert das. Also New York ist entspannter als Europa. Ah, okay. Also ist jetzt nicht so, dass man... Aber den Emission-Test und die daraus resultierenden Vorgaben, wie zum Beispiel sichtbare Fahrgestellnummer, Readiness Code und so weiter, das muss bewerkstelligt lassen. Da ist auch für mich irgendwo die Herausforderung, weil das System eigentlich auf Marelli aufgebaut ist und ich muss aber die Marelli mit der Bosch kombinieren, brauche aber trotzdem aus dem Bodycomputer noch die alte ursprüngliche Fahrgestellnummer. Das wird auf jeden Fall noch eine Herausforderung. In Amerika ist es Pflicht, eine sichtbare Fahrgestellnummer zu haben? Nein, die Emission-Tests müssen die Fahrgestellnummer zeigen und die müssen die Readiness Codes zeigen. Das ist Pflicht. Ich verstehe. Ja. Sonst könnte man ja mit einem anderen Auto Abgasuntersuchungen machen und das machen die ja nicht. Mhm. Verstehe. So, wir sind in der Metallschmiede angekommen hier. Ja. Eigentlich witzig, würde man niemals erwarten, wenn man die Halle von vorne sieht. Dann hier so auf verschiedene Ebenen noch die eure Abgasanlagenfertigung hier drin. Nur kurz zeigen, das sind über die besagten Pikehats. Also einfach zwei Scheibchen, wo man dann halt einen ganzen Bogen rausbauen kann. Genau, was du jetzt aber unterscheidest, das ist ein Pikehut,
den unser Laser praktisch direkt schneidet und den biegst du nur noch zusammen und schweißt ihn ab. Ah. Ja, ja, der ist ja noch verbunden. Ach krass, okay. Ich dachte, hier wäre ein Schweißpunkt gewesen. Das wäre gerade so. Nee. Also was wir machen können, ist, wir nehmen das ganze Teil und wenn wir praktisch diese Rohrbogen haben, dann kann ich sofort die Pi-Cuts mit einprogrammieren und dann nimmst du nur noch das Rohr, faltest das zusammen und schweißt es ab und fertig. Das ist einfach für den Fertigungsprozess extrem schnell. Das ist, was man machen kann. Das sind aber jetzt tatsächlich, was du erklärt hast, das sind Pi-Cuts, das sind gerade Pi-Cuts, die dann aus einem Rohr entstehen. Also was mir extrem gefällt, sind auf jeden Fall eure Schalldämpfer. Die Schalldämpfer, die... Ich finde, das sieht einfach extrem unterschiedlich aus. Wir haben in den Vereinigten Staaten, haben wir das Klientel, die fragen immer wieder nach poliert. Und ich wehre mich mit Händen und Füßen gegen poliert, weil... Ja, ich mag es auch nicht, ja. Weil es asiatisch aussieht. Und wir haben gesagt, wir möchten nichts poliert haben. Wir bürsten die alle. Die Schalldämpfer, die haben eine teilweise sehr unterschiedliche Geometrie. Wir haben sehr, sehr viele Techniken, die uns bei der Geräuschfindung, bei der Charakteristik, wie das nachher an deinem Ohr ankommt, zu generieren. Und genau das ist eigentlich auch, was wir... Wie klingen eure Abgasanlagen? Männlich. Kann man das so sagen? Also kann man eher sagen, die sind eher hell oder dunkel? Nee, oder ich mag so Blechdosen-Sound, kann ich nicht leiden. Das ist nicht mein Ding. Also ich möchte tatsächlich, dass das Maskulin... Gott, muss ich jetzt aufpassen. Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. Also es soll auf jeden Fall kraftvoll klingen. Ja, kraftvoll. Weil auch Frauen können kraftvoll sein. Ja. Krass, sehr. Und das ist natürlich richtig. Das ist halt ein bisschen mehr als einfach nur ein Schalldämpfer und ein bisschen Wolle, ne? Jetzt hast du selbst hier zwischen ist ja nochmal eigentlich eine Kammer. Das ist dein Klappe auf, ist einfach gerade durch? Nee, der ganze Dämpfer hat mit Klappe auf und Klappe zu gar nichts zu tun. Okay. Das ist tatsächlich schallreduzierend und je nachdem, ob du einen Bypass hast oder keinen Bypass hast, alles, was du jetzt hier auch in den Händen hältst, von jedes einzelne Bauteil wird hier im Haus gefertigt. Also wir geben mit unserer aktuellen Abgasanlagenproduktion haben wir kein einziges Bauteil außer den Rohstoffen selbst, welches wir zukaufen. Wir kaufen nichts zu. Mein Wunsch war, und der Laser da unten ist eigentlich völlig hirnverbrannt wirtschaftlich, weil jeder sagt, der muss eigentlich laufen, der muss laufen, der muss laufen, der muss Geld generieren. Das war nicht meine Absicht. Wir haben den Laser gekauft, damit ich nicht wo anrufen muss. Ich brauche jetzt eine 664 x 500er Platte. Die warten nicht auf Pogea. Da haben die keinen Bock drauf. So bin ich unabhängig. So kaufe ich mir halt zweimal, was weiß ich, 1,50 Meter Platten. Und wenn ich was brauche, lese ich mir das aus. Flansch, Blech, Mantelblech, Deckel, perforiertes. Also wir können auch perforiert lasern. Kann ich dir da hinten ein bisschen besser zeigen. Alles handmade hier. Alles. Endrohr, du hast Verstärkungsbleche, wir haben hier X-Bleche mit Logos. Das ist natürlich perfekt aus dem Laser, ne? Sowas kommt natürlich direkt aus dem Laser dann hier. Ja, da ist jetzt das P noch nicht ganz draußen, das ist einfach noch nicht rausgefallen. Das ist jetzt zum Beispiel, du siehst es hier zum Beispiel. Das sind jede Produktion, Halterungen, wir können bis 12 mm können wir schneiden. Und da siehst du jetzt zum Beispiel auch, das ist jetzt GT3 zum Beispiel, das sind spezielle Dichtungen, die machen wir auch im Haus selber. Und so hast du halt, das sind für die Endrohre die hinteren Halter. Dann steckst du zwei Endrohre miteinander zusammen. Das ist die Dichtung? Das ist eine Dichtung, ja. Die ist nicht erforderlich. Wir machen das aber bei manchen Fahrzeugen, haben wir eine sehr starke Materialausdehnung und damit wird es abgefangen. Edelstahl kann bis zu 44 mm bei Abgasanlagen unterschiedlich wachsen. Also du hast einen sehr starken Wärmeausdehnungskoeffizienten. Deshalb wachsen auch deine Endrohre, wenn es heiß ist, und gehen wieder zurück, wenn es kalt ist. Und wir versuchen mit unterschiedlichen Methoden, versuchen wir einfach dem entgegenzuwirken, weil oftmals kommt der Kunde und sagt, ja, warum dehnt sich rechts anders aus wie links? Heute ist es so, der Automobilhersteller, die Automobilindustrie wirkt dem ganz anders entgegen. Die sagen Blenden. Ja. Es gibt da so geile Audis, die haben wunderschöne Blenden, aber die Endrohre gehen einfach nach unten. Beziehungsweise mittlerweile ja fast alle Autos Blenden haben. Ne? Ja, ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es auch eleganter. Wir sind der einzige Abgasanlagenhersteller für den AMG G63, wo tatsächlich wir schrauben unsere Endrohrblenden ans Trittbrett links und rechts unten auf, weil ich so bescheuert bin, dass wenn das Trittbrett so steht und die Endrohre sich nur minimal zu arg wachsen oder unterschiedlich wachsen, bin ich aus der Nummer raus. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Wir haben tatsächlich das Problem gehabt. Diese Maschine habe ich patentieren lassen in China. Also wir haben die in Deutschland patentieren lassen, hergestellt habe ich die in China. Das ist einfach, da kannst du als Nichtmetaller einfach ein Blech reintun und der macht dir die Mäntel. Das ist CNC gesteuert.
kann das natürlich bei Blechen bis 5 mm Edelstahl geht es, wie manche aussieht. Okay, das heißt, hier kann einer darauf einfach sagen, ich hätte jetzt gerne Du wählst dir jetzt praktisch im Touchscreen, das müsste theoretisch auch angehen. Du wählst dir da jetzt im Touchscreen, wählst dir dann entsprechend das Programm aus, tust das flache Blech da rein und das Ding biegt dir das Teil zurecht. Da siehst du Chinese, Englisch, Deutsch. Die deutsche Übersetzung habe ich dann logischerweise selber gemacht. Und dann wählst du dir dann praktisch die Mantelgröße aus. Was weiß ich, das ist jetzt hier 641 mal 45, 450 oder so. Tust du da rein und dann kannst du jetzt, übertrieben gesagt, mit Kinderarbeit, mit 10-Jährigen, kannst du hier Mantelbleche fertigen. Das ist jetzt ein 1,5er. Gibt es mit 1er. Könnte man jetzt, wenn du jetzt wieder auf dein Projekt zurückkommst, das geht auch mit Titan, das geht auch mit Inconel und sonst was. Presse, ganz stolz drauf, weil das ist eine echt hydraulische Presse. Die haben wir von Schahinder in Türkei. Die kam aus Bursa, ist der eigentliche Hersteller auch für ganz, ganz viele große Hydraulikpressen. Die werden dann nur umlackiert und dann steht dann halt irgendein anderer amerikanischer Name oder so drauf. Und ich war tatsächlich mit dieser Firma sehr, sehr gut verbunden. Finde ich total geil, kann halt sage und schreibe echte 80 Tonnen. Da kannst du tief ziehen, was immer du möchtest. Und damit machen wir zum Beispiel unsere das sind ganz viele Werkzeuge, die wir unterschiedlich haben, unsere Logos. Ah, ich verstehe. Muss ich jetzt nur schauen, ob ich das zeigen darf. Nee, das darf ich nicht zeigen. Das heißt, das sind dann einfach Werkzeuge, um Logos zu pressen, um hier diese Endstücke. Du hast hier zum Beispiel die Deckel seitlich, dann hast du entweder zum Beispiel einen Perforationsdeckel oder du hast halt den Seitendeckel oder diese Deckel werden ja auch innen verwendet, wenn du praktisch die Perforierung abschließen möchtest. Das kannst du machen, Logos kannst du machen. Okay, und das heißt, selbst die Rohteile dafür könnt ihr einfach schneiden bei euch? Genau, ich schneide jetzt das Rohteil. Ich schneide jetzt das Rohteil und dann hast du hier zum Beispiel eins der Werkzeuge. Das ist. Boah, fuck, das ist so schwer. Ja, das liegt. Nee, das geht schon. So. Ich nehme jetzt nur beides raus, weil zusammen ist einfach asozial schwer. So, du hast hier das Bauteil. So, und jetzt einfach gehst du her. Und dann sagst du, okay, ich möchte jetzt. Das perforierte Blech möchte ich pressen, die jetzt nicht so geil zusammenkleben wird. Die ist vielleicht übereinander geschnitten, ne? Nee, eigentlich nicht. Das hat es jetzt hier nur. Oder soll nicht so genauso sein? Nee. Nee, das ist tatsächlich jetzt. Hier, nehmen wir das hier. Warte mal kurz. Geht. So. Und dann haben wir hier, das kommt jetzt da drauf. Ist natürlich sehr viel Betriebsgeheimnis, was ihr da filmt, aber wie gesagt, alles überhaupt gar kein Problem. Keine Angst, wir stellen das nicht öffentlich. Nee. Und jetzt gehst du hier drauf. Das wird jetzt ganz genau gecentert. Du hast jetzt hier eine Führung. So. Das wird wirklich, das hat null Spiel. Und jetzt drückst du praktisch mit der Presse, drückst du das drauf. Machst die Presse an. Und jetzt geht es hier runter. Gehst du hierbei? Jetzt zieht man das vorsichtig wieder raus. Jetzt hast du das tiefgezogene Teil. Das kriege ich jetzt hier natürlich nicht raus, weil das klemmt jetzt logischerweise ein bisschen. Aber jetzt musst du mit einem Dorn und mit ein bisschen Werkzeug. Da hast, easy, ne? Genau, da hast du jetzt natürlich auf der Gegenseite auch die Möglichkeit, das rauszutun. Normalerweise, wenn das ein bisschen geschmiert ist, was wir jetzt natürlich nicht gemacht haben, tust du es raus. Und dann kommt so ein wunderschönes Blech hier raus. Das sind jetzt eins von ganz vielen Tricks einfach, die wir haben. Wir haben aktuell so ungefähr 35 verschiedene Dämpfertypen. Und die Dämpfertypen richten sich nach ganz, ganz arg nach der gesetzlichen Lage. Weil die Dämpfer, ich sage immer, ein Abgassystem laut zu kriegen, das kann jeder. Mhm. Ein Abgassystem leise zu kriegen, das ist die Kunst. Und dann aber gleichzeitig noch in einem Rahmen zu bekommen, wo es auch richtig geil klingt, das ist das, was ich mache. Verkauft ihr die Dämpfer auch einzeln? Nee. Also wenn sich jetzt einer zum Beispiel, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, in Arbeit leise machen wollen würde für die Rennstrecke? Bei solchen Projekten sind wir natürlich immer mit dabei, begleiten natürlich auch andere Firmen. Also wir arbeiten für ganz viele Firmen. Aber das heißt, baut auch Abgasanlagen für Firmen, wo man es gar nicht denken würde. Also der eine oder andere erkennt es vielleicht so ein bisschen. Genau, das ist tatsächlich häufiger passiert, wo dann die entsprechende Tuning-Firma umgangen wird.
Und wir bleiben natürlich da auch unserem Partner immer loyal. Und wenn zu deiner Frage zurückzukommen, wenn wir jetzt natürlich jemand haben, der sagt, ich habe dies und jenes Projekt, das begleiten wir gerne. Auch Einzelteile, das ist kein Thema. Der Grund, warum wir unsere Dämpfer nicht mehr universal verkaufen, ist schlicht und ergreifend, weil es mit unserer Prägung oder mit unserem Namen letztendlich, schlussendlich würden wir diejenigen sein, die dann Ärger kriegen würden, wenn das wieder illegal eingetragen ist. Mhm. Also wir möchten das eigentlich nicht. Hat gar nichts mit Geheimniskrämerei zu tun oder mit in irgendeiner Form was zu verstecken. Es wäre ein tatsächlich gutes Geschäft. Die haben immer wieder, ich brauche den Dämpfer, könnt ihr mir das liefern. Einzeln, ja, ohne Pogia-Prägung, ohne Herkunftsnachweis und so weiter. Es gibt halt Spezifikationen. Also wir kriegen ganz viel aus der Schweiz zum Beispiel, wo Aston Martin Verage, Namen, wo ich erst googeln muss, was ist das eigentlich für ein Auto. Dann brauchen die das, um leiser zu machen, oder Importfahrzeuge, also relativ viel Schweizer Markt, wo die Leute dann halt bei uns Sachen bestellen, um durch die MFK zu kommen. Wie viele Auspuffanlagen baut ihr? Wir haben aktuell durchschnittlich zwischen 450 und 900 Abgasanlagen pro Jahr. Und wie viele verschiedene Typen, für wie viele Fahrzeuge habt ihr mittlerweile? Werkzeuge? Die Typengenehmigung sind wir aktuell bei 525. 525? Ja. Ja, das klingt jetzt viel. Das ja klar, da sind natürlich verschiedene Modelle immer zwischen, aber das nein, das sind die Verwendungsbereiche, die wir legal abdecken dürfen. Legal mit, also gehen wir mal vom Versand aus, mit Werkzeug sind wir aktuell bei 21 Abgasanlagen. Moin. So, und bei uns, wir entscheiden, welches System ein Werkzeug bekommt, nachdem, wie wir abgefragt werden. Also unsere erfolgreichsten Systeme, Abarth, also ich muss leider von Abarth zurücktreten, erfolgreichste Systeme sind die Giulias, also Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, und das ist auch eine Quadrifoglio davon, eine Quadrifoglio Veloce, wobei die Veloce alles toppt, das ist abnormal, was die Veloce weggeht, die geht weg wie geschnitten Brot. Dann die Abarths, Yaris, läuft extrem gut, leider Gottes, das muss ich auch zu sagen, eigentlich zum Leid eines anderen Abgasanlagenherstellers, der jetzt stillgelegt wird, trotz EG-Typengenehmigung. Und G63 AMG und jetzt ganz neu die Porsche. Die 992, die werden jetzt schon abgerufen, ohne Typengenehmigung, das ist denen egal. Ich muss aber auch dazu sagen, nicht in Deutschland. Okay. Ja. Weiter geht's. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Highlight. Weil ihr werdet euch mit Sicherheit alle denken können, das hat einen Grund, warum wir hier sind. Und das gucken wir uns jetzt natürlich an. Ja. Das gucken wir uns an. So, es gibt an meinem Fahrzeug tatsächlich noch Teile, die sind nicht aus Carbon. Das stimmt doch gar nicht. Doch, die gab es auch damals gar nicht. Also, ich habe sie zumindest nicht auf die Schnelle bekommen. So, dazu zählt Stoßstange vorne, Stoßstange hinten. Die sehe ich gar nicht. Die ist noch nicht ready, die kommt aber noch. Und Kotflügel tatsächlich. Das sind tatsächlich Teile, die in meinem Fahrzeug noch nicht aus Carbon sind. Deswegen finde ich es auch umso geiler, dass ich diese Teile hier heute für mein Fahrzeug mitnehmen kann. Und nicht nur das, weil Klopf auf Stein oder so, ich will nicht, dass dir irgendwann mal was passiert, aber wir unterstützen dich einfach bei deinem Abarth-Projekt. Und die einzige Aufgabe, die du hast, ist, das selber an dein Auto hinzubauen. Aber wir haben die Teile auch gewogen, also die sind mal deutlich leichter. Und für mich ist es halt auch voll geil zu sehen, weil der Philipp mit sehr, sehr vielen Profis zusammenarbeitet, einfach die sehr kreativ sind, Teile scannen, Teile selber konstruieren, Teile bauen. Alleine, wo ich schon gesehen habe, dass da irgendwie eine Frontlippe oder sonst irgendwas am Scannen gewesen ist und entsprechend dessen beim Scannen. Das ist ein Wetter. Ja, das ist ein Wetter hier heute. Krasses Wetter, ja. Deshalb ist ja unser Ares-Ausflug ausgefallen. Auf jeden Fall zum Thema zurück. Durch das, dass du ja Teile auch scannst und auch Sachen selber machst, wie zum Beispiel Frontsplitter, Spoiler, was weiß ich was, bin ich halt ultra gespannt, was andere Leute einfach mit den Bauteilen machen. Und ungefähr Serienarbeitbreite. Go to the fucking gym. Das ist aber Serienbreite, ne? Also das ist jetzt theoretisch, bis auf, dass sie zweiteilig aktuell noch sind, was ich allerdings extrem cool finde, weil man so halt, wie du schon selber sagst, am Fahrzeug genau anpassen kann. Na, man muss dazu sagen, stopp, so gern du das schönreden willst, es ist einfach scheiße. Der Grund ist einfach, wir verkaufen die Kotflügel so selten, weil einfach Serienkotflügel in Kohlefaser nicht viel jeder haben will, sodass wir für dieses Werkzeug tatsächlich keine Vorrichtung haben, eine Klebevorrichtung. Man schraubt einfach dieses Bauteil an und klebt sich den Rest zurecht und dann passt das Zeug tatsächlich perfekt. Die Tricks kriegt er dann auch noch von mir mit. Und so spart er bei dem Kotflügel auf jeden Fall mal ordentlich Gewicht, weil ich glaube nicht, dass du den Serienkotflügel irgendwie so heben kannst.
Also der ist auf jeden Fall Blech. Das ist natürlich jetzt nicht viel Blechfläche, aber für mich ist das Wichtige. Deswegen machen wir den Spaß hier. Also klar, Aerodynamik, da kommen wir doch dazu. Aber ich spare das Gewicht genau da, wo ich es aktuell sparen will. Und das ist halt vorne auf der Vorderachse. Weil die Abarths haben halt ein bisschen das Problem, dass die vorne zu schwer, hinten zu leicht sind. Und ich schiebe ja schon radikal alles nach hinten, was man irgendwie nach hinten schieben kann. Und jetzt die Teile waren dann noch eine Sache, die man auf jeden Fall noch leichter machen kann. So, weil jetzt müssen wir mal gucken, wir hatten das doch vorhin schon hier einmal. Ja, da warst du tatsächlich, ich denke, dass du da schon richtig bist. Dieses Teil, ne, das war schon wieder andersrum. Und das Eck hier kommt, glaube ich, hier hin. Das kommt beim Kotflügelschraub und das ist unten. Ne, das ist doch die andere Seite. Ja, siehst du. Ja. So kommt das hin. Es wird dann halt verschraubt. Wichtig ist halt einfach nur, dass man, wenn man es anpasst, hier eben alles abklebt, hinhalten und das überstehende Material halt einfach runtermachen. Der Kunde kriegt sowas natürlich nicht. Bei uns ist das Ding picobello fertig am Fahrzeug. Das ist dann unser Job. Bloß beim Philipp ist es so, der will da unten noch irgendwas ausschneiden. Wozu eigentlich? Nee, ich will nichts ausschneiden, sondern sind wir beim Thema Aerodynamik wieder. Ach so. Ich brauche eine Entlüftung von dem Radhaus. Das heißt, irgendwie hier hinten muss Luft raus. Ja, aber die geht ja dann in die Tür. Ja, aber abwarten. Okay, als nächstes kommen noch Löcher in die Tür, ich sehe es schon. Abwarten, wo ihr hinkommt. Fakt ist, wo wir beim Thema Entlüftung sind, die sind auch extrem geil. Die haben wir an dem Auto auch schon gesehen. Die sind tatsächlich für die Haube. Über viel gesagt, Loch einschneiden, die drauf machen. Und die sind auch tatsächlich, so wie alle Teile von euch, muss ich einfach mal sagen, die haben auch schon eine Funktion. Also das ist jetzt nicht nur ein stumpfes Gitter, sondern man sieht sowohl an der Kante als auch an dieser gesamten Kante hier, dass da überall schon so kleine Flaps schon dran sind. Dass halt wirklich die Luft nicht einfach nur dran vorbeigeht, sondern schon richtig rausgezogen wird durch den Luftstrom. Die Simulationen erfolgen tatsächlich bei uns über FEM. Also die Teile werden, bei diesen Teilen werden Analysen gemacht und diese FEM-Analysen gehören immer zum Bestandteil der entstandenen fertigen Fläche. Also du kannst alles, was wir jetzt hier haben, also all das, was du jetzt auch hier siehst, ist weitestgehend auch dreidimensional entstanden. Diese ganzen Flächen und alles, was du hier siehst, haben wir 3D-Struktur und entsprechend dessen kannst du die STL und die 3D-Dateien kannst du jegliche Simulation damit machen. Ob das jetzt den super-duper Vorteil bringt oder nicht, sei mal dahingestellt für uns. Das habe ich vorhin eben auch gesagt, zählt primär die Optik, dass du jetzt natürlich bei diesem Bauteil, was waren das, 1,9 Kilo, 1,8 Kilogramm hast, ist natürlich, glaube ich, aus meiner Sicht heraus bloß ein Bruchteil von dem, was du an der Originalfrontschürze hast. Zuzüglich zu dem muss man hier natürlich auch sagen, dass die Funktion natürlich vollständig gegeben ist und durch das, dass es ein Sichtbauteil ist, anders verarbeitet ist, wie was jetzt für dich optimal wäre. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Netzcarbon mit 200 Gramm nehmen würde und eine Lage, dann liegt das Ding nur noch die Hälfte. Und diese V-Lage ist auch extrem schwierig zu machen. Das machen nur ganz wenige Hersteller. In der Mitte diese V-Fuge. Genau, das heißt Fischgrät. Fischgrät kommt eigentlich ursprünglich, hat den Ursprung von Königsegg oder von Pagani, da streiten die zwei sich wohl. Bei mir ist es so, es gibt für mich keinen Grund, wenn ich ein Bauteil habe, warum die Faserstruktur von links nach rechts gehen soll und dann über das gesamte Fahrzeug. Ich persönlich finde das hässlich. Bei Pugia Racing zeigt immer alles nach vorne. Also du hast immer einen Pfeil, wie du das jetzt sehen kannst, ist die Pfeilführung immer komplett in Fahrtrichtung. Jedes Bauteil, auch am Heck und überall, hat immer praktisch die Fischgrätrichtung in Pfeilrichtung. Oder wenn es ein linkes Bauteil ist, geht es von unten links nach oben rechts. Oder wenn es ein rechtes Bauteil ist, von unten rechts nach oben links. Also immer praktisch 45 Grad bzw. 90 Grad, 45 Grad in eine Richtung oder 90 Grad gemeinsam. Wir haben bei dieser Stoßstange jetzt auch diese Öffnung, ist deutlich, deutlich größer als Original. Ne? Ja. Habt ihr Erfahrung, dass die Stoßstange auch besser kühlt von der Kühlwirkung gegenüber dem Original? Die Öffnung, die jetzt du ansprichst, hat null Wirkung. Da pustest du übertrieben gesagt auch einen Wasserkühler. Hat absolut gar keinen Sinn. Die Es wird ja den Wasserkühler schon ein bisschen besser anströmen, oder? Ja. Okay, wenn du das aufs Kleinste zusammenbrichst, von mir aus, aber nein. Die untere Öffnung ist natürlich, die Gesamtfläche ist weiter geöffnet, wird natürlich auch besser angeströmt. Ich kann mir gut vorstellen, dass mit dem entsprechenden Center-Ladeluftkühler von was? Wagner. Die Carsten Wagner-Sachen, also die Sachen von Carsten sind picobello, da gibt es nichts zu meckern. Da hast du absolut die richtige Wahl getroffen. Mhm. Ja, guck mal, hast du eine Waage hier? Ja, ne? Die werde ich tatsächlich, glaube ich, auch ranmachen, die Lippe. Weil wir brauchen eh einen Übergang
zu dem eigentlichen Frontsplitter dann. Also, weißt du, man könnte den mit Sicherheit auch hier, das sieht dann auch wie so eine plattgedrückte Nase. Deswegen finde ich das optisch geiler, wenn das so dran ist. Und hier kommt dann nochmal eine geile dicke Platte drunter. Entweder das oder ihr benutzt praktisch die Originalstellpunkte praktisch für den neuen Splitter und macht den neuen. Ja, oder du kannst das praktisch auch mit einem Abstand hier reinmachen oder wie auch immer und dann hier drunter einen zweiten Splitter machen. Finde ich eine geile Idee. Das Einzige, was ich dir jetzt schon sagen muss, ich muss die Sachen leider lackieren. Ne? Also das natürlich nicht hier, der bleibt natürlich in Sicherung. Das ist immer der geile Typ, der Sichtcarbon hat so und dann ich lackiere einfach mal drüber. Ich werde mir ein paar geile Bereiche einfallen lassen, das wird richtig knaller am Ende aussehen. Ja, gut. So, drückst du drauf. Kilogramm. Das andere noch. So, 2,8, 2,9. Mein Bauchgefühl sagt mir, also die Originale, wenn man da erstmal alles rausfriemelt, was da nicht drin sein soll, dass die auch so leer ist, ist auch nicht so schwer. Aber so 6 wird die haben, würde ich mal so tippen. Und das ist so wichtig jetzt, dass du jetzt diese ganze Gramm-Geschichte, dass du wirklich jeden Gramm raustust. Nein, das nicht. Aber ich sage immer, hier 100 Gramm, da 100 Gramm, da ein Kilo. Das ist wie beim Aldi einkaufen. Und das aber über Jahre. Es ist ja nicht so, dass man das nur eine Woche macht. So, ja. Und so entsteht mit der Zeit wirklich, also als ich angefangen habe, das ist auch krass, das, was mich an der Rennstrecke so reizt, man merkt es direkt. Also es gibt doch auf der Rennstrecke kein Verzeihen. Entweder ist ein Auto schnell oder es funktioniert nicht. So, ne? Das ist einfach, und jeder, der es von außen sieht, sieht es auch sofort, weil du siehst ja, ob jemand schnell ist oder nicht. Und da ist es tatsächlich so, nur solche Sachen, wie ich habe jetzt im letzten Step zum Beispiel meinen Sitz einfach 5 cm weiter nach rechts gepackt, dass ich quasi vom Gewicht her im Auto immer weiter zu 50-50 komme. Das ist ein Lenkrad? Habe ich auch versetzt. Ich habe das ganze Armaturenband zerschnitten. Oh Gott. Komplett. Das ganze Lenkrad ist bei mir. Das hat die Stief? Ja, nein, also das hatte ich in Pfizer Voraussicht schon vorher noch weiter rüber gesetzt, ja. Weil ich wusste, dass der Tag kommen wird, wo ich die Handbremse rausmache. Und dann dementsprechend den Sitz rüberschieben kann. Sonst war die Handbremse im Weg. Achso, und dann hast du praktisch den Sitz. Du sitzt auf dem Tunnel. Genau. So, was ja bei dem Auto ist, der Tunnel zum Glück nur ganz flach. Ja. So, und das waren wieder, ich glaube, 8 Kilo, die ja jetzt links leichter geworden ist. Ausgehend von allen 4 Punkten, genau. Dass du praktisch. So, und dein Optimum wäre vorne und hinten gleich. Das Optimum wäre bei dem Auto, ja, also ein TCR-Golf. Die aus der Rennserie, die haben alle so 60-40 in der Richtung. Das ist für Frontantrieb schon richtig gut. Noch besser wäre natürlich 55-45. Ich bin aktuell so ungefähr bei 67 zu 33. Und du glaubst, 64 zu 36. 64. Und du glaubst, dass du da an dein Ziel... Nee, ich glaube nicht. Ich werde so lange weitermachen, bis das so ist. Also Eduard, ich würde sagen, vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Ich glaube, Pogera Racing ist schon eine Firma, die von außen unterschätzt wird in dem, was ihr definitiv macht. Es wird Boutique, es wird Studio, Manufaktur. Nein, es wird auch Bereiche geben, gerade so bei den Italienern, wo die Leute das halt wissen. Aber ich persönlich bin ganz ehrlich, ich wusste das nicht. Weder die 1500er-Zeiten noch, dass ihr so krass Abgasanlagen baut und dann auch noch handmade alles hier. Deswegen, ich würde sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Gerne. Dank für die Teile. Na klar. Ich will auf jeden Fall noch eine Runde Ares fahren. Na, die fährst nicht nur eine Runde, du nimmst die Karre dann mit. Sonst, ganz klar, er durfte fahren, Wetter ist kacke, verstehe ich. Aber ja... Sicherheit geht vor, Philipp macht das ja alles noch abgesperrter Rennstrecken. Danke für die Geduld, weil es waren dann doch einige Minuten, aber es war geil. Danke. Viel gelabert. Viel gelabert, viel gelernt. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.